Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir haben im letzten Part unser Dörfchen angefangen zu beschützen oder beziehungsweise Sachen zu bauen, die es beschützen sollen, / können. Und ich denke mir gerade, ob man nicht noch mehr machen können. Ich bin gerade beschäftigt. Ja. Ob man nicht noch mehr machen können, aber ich fürchte, ich glaube fast nicht, ne? Dann eventuell sieht das hier langsam wie ein richtiges Zuhause aus. Das ist nett. Maximal vielleicht hier noch eine Wand aufstellen, ne? Dass diese Bastarde vielleicht nicht so schnell durchbrechen können. Schauen wir mal, ob das überhaupt möglich ist hier. Ob das überhaupt funktioniert. Ja, es würde funktionieren, ne? Dass man hier eine Wand aufstellt. Für Mama Murphy vielleicht auch nicht gerade unbrauchbar. Dass die da hier vielleicht nicht erfrieren muss. Oder ich probiere es mit einem Zaun. Das könnte ich auch versuchen. Warte mal. Warte mal. Zäune. So, Zäune. Achso, das sind nur diese. Ach, das sind diese hässlichen, ne? Gab es hier nicht noch irgendwo was? Warte mal. Hier sind nur Möbel, ne? Ja, ja. Wo hatte ich denn das? War das hier dabei? Nein, da war so ein extra Geschichtel. Jetzt habe ich das vergessen. Nein, nein, da bin ich falsch. Das wird schon hier passen. Wahrscheinlich hier Stall. Nein. Ja, sag einmal. Das bin ich gerade überfragt. Gibt's ja nicht. Holztreppen. Ach so, da wäre so eine kleine. Okay. Ja, fange ich jetzt Spinnen an? Entschuldigung, aber wo war denn das Zeug? Das sind nur diese hässlichen Drahtzäune. Nee, das stimmt ja alles nicht. Geht. Das ist jetzt wieder blöd. Für die Wand und so. Nein, nein, nein. Da bin ich komplett falsch. Das gibt's ja nicht. Mir kommt vor, das war hier irgendwo dabei. Sonstiges. Ach ja, ein Klohäuschen wollte ich auch noch aufstellen. Stimmt. Das hätte ich jetzt fast wieder vergessen. Da wollte ich ja auch was machen. Nein, hier war es auch nicht dabei. Vielleicht hier bei dem Fertig? Nein. Ich habe es vergessen, wo das war. Das ist wieder super, echt. Aber bleiben wir mal bei Sonstiges. Ein Klohäuschen wollte ich tatsächlich bauen. Toilettenhäuschen. Aber eins, wo man nach Möglichkeit. Ja, das ist halbwegs ganz. Das ist schön. Alter, das Viech hat einen Dachschaden, ne? Nur wo stellen wir das Klohäuschen hin? Da unten? Da so rein? Geht sich das aus? Achso, das ist schon mit. Das ist schon so, ne? Boah, das hätte super hergepasst. Dafür müsste ich aber den Boden jetzt wegreißen, dann schaut scheiße aus. Aber da hätte es super reingepasst. Wie schaut es eigentlich mit? Nein, oben will ich auch nicht so recht. Und da geht sich nicht mehr aus wegen der Stiege. Schade, da wäre es super gewesen. Aber dann schwebt halt hier. Aus, ich hätte so randig gebaut. Hätte das was gleich geschaut? Ich glaube aber fast nicht, oder? Nee. Man will ja schließlich auch seine Ruhe haben, ne? Da stellen wir es hin, das Klo.
Man will ja auch seine Ruhe haben. Bei sowas. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Klo jetzt hinstellen soll. Neben der Scheune, einfach so im Gebüsch. So. Ich probiere es einfach mal. So. Dann kommt hier die Toilette noch rein, ne? Also das. So. Und eine fesche Tür. So, mit einem Mond drauf. Jawohl. Wenn das kein luxuriöses Scheißhaus, Entschuldigung, Klo ist, dann weiß ich auch nicht. Jawohl. Ach, jetzt mal gepflegt. Nanu? Ach, machen wir mal die Türe zu. Oder auch nicht. Oh, was für eine Erleichterung. Oh. Ach, sehr schön. Keine Sorge, wir haben Klopapier benutzt. Alles gut. Ja. Fein. Passt, dann haben wir das auch geschafft. Wie geht's dir da drin? Was? Hallo? Wo ist das hin? Warum ist da oben jetzt kein Boden auf einmal? Hallo? Wartet mal, warum ist hier kein Boden? Das geht so nicht. So. Jetzt ist der Boden aber schief. Och Menno, warum passt denn das jetzt nicht? Also schöner halt. Ist das jetzt überhaupt der richtige Boden? Naja, kann man nichts machen. Das ist jetzt halt leider nicht so schön, wie es vorher war. Weil es ist eigentlich gar nicht der richtige Boden, ne? Herrschaftszeiten. So passt denn das jetzt nicht? Geh mal da, ja. Wieso passt das denn jetzt nicht? Also das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Eigentlich sollte das nicht so sein. Eigentlich. Ganz ehrlich gesagt. Das ärgert mich jetzt gerade. Naja, was soll's. Ein Bug ist es, glaube ich, nicht. Schaut das dumm aus. Das schaut jetzt gerade echt dumm aus. Ich mag's halt einfach so, ne? Was soll's. Was soll's. So. Schaut nicht schön aus, aber was soll man machen? Vor allem das Komische ist, jetzt ist das auf einmal ein Stahl. Boden, ich hatte aber Holz. Ah, war das der hier, ne? Was tust denn du da? Mann, ey, was ist das denn für ein Schwachsinn? Ja, du bist weg. Was ist denn das für ein Quatsch jetzt? Das ist jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Jetzt mach das ordentlich, sonst werde ich böse. Ich sag's dir. So herumspinnen, das muss ja nicht sein. Jetzt passt das nämlich sowieso irgendwie nicht mehr, überhaupt nicht mehr zusammen. Klebt auch nichts mehr an, gar nichts. Das ist ja komisch. Echt komisch.
Das schaut überhaupt nichts mehr als gleich jetzt. Klipp an, bitte. Jetzt muss ich da das alles abreißen, oder was? Damit du da zufrieden bist. Geht's jetzt? Hallo? Warum zum Teufel klappt das jetzt nicht? Ich glaube, manchmal, ne? Manchmal könnte man am liebsten ausflippen. Warum spinnst du jetzt rum, du Klumpert? Schau dir das an. Spinnt komplett. Klippt nicht an, macht gar nichts mehr. Schräg kann ich es raufhauen, aber das war's dann auch schon. Boah, ey, ne? Jetzt freut man sich einmal, dass was klappt und dann klappt es nicht wieder. Also klappt es wieder nicht. Wurscht, ich lade das jetzt mal, ne? Nein, ich lade das jetzt. Hoppala. Ich lade das jetzt nochmal neu. So, also. Nein, das war der falsche, ist klar. Abbrechen. Hier. Bestätigen. Das, jetzt habe ich schon gedacht, der hat geladen, dabei hat er nichts gemacht. Alles gut. Das ist halt, weil man sich da schon wieder ein bisschen ärgern muss. Jetzt habe ich das so schön versucht hinzukriegen und dann spinnt das wieder. Aber wahrscheinlich ist der Fehler jetzt nach wie vor da, ne? Ja, natürlich ist er da. Weißt was? Ich probiere jetzt noch was. Ich probiere jetzt trotzdem... Warte, den hier. Ich weiß, das ist der Spielstand vom vorigen Part, aber wir haben ja eigentlich eh nicht so viel gemacht. Ich lasse das mit dem Dekorieren und wir gehen was Gescheites jetzt an. Also, irgendwas. Jetzt gehe ich nochmal glubschen, ob das jetzt auch ein Fehler ist und das hier... Ja, ist weg. Das ist einfach ein Bug. Oder wie? Von wo muss ich denn dann bitte laden, damit der Fehler nicht mehr da ist? Das ist sogar hier. Das da. Wirklich von vorn? Wie gemein. Sowas. Ja, jetzt ist es wieder da. Na fein. Mann, ey. Manchmal... Es ist einfach nur mühselig. Aber nur manchmal. So, jetzt drehen wir es richtig. So müsste es passen. Dass unsere liebe Rosi gleich da reingeht. So, mehr mache ich auch schon nicht. Jetzt haben wir natürlich keine Geschütztürme und nichts, ne? Und wir sind aber... Mann, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Sowas ist halt ärgerlich, ne? Was soll man machen? Das ist halt... Das kann halt schon mal passieren, wenn man im Eifer des Gefechts... Aber, da fällt mir gerade ein, ich habe den Skill jetzt auch nicht gemacht, ne? Nein, habe ich nicht. Weißt du was? Da klatsche ich doch glatt einen beim... Wo war er denn? Lokaler Held, oder wie das hieß, ne? Da klatsche ich schon mal einen rein und den zweiten klatsche ich bei diesem... so ging das, genau. Bei dieser Werkbank-Geschichte, ne? Wo waren die jetzt schnell? Ach Gottchen. Wieder Dingens, Wissenschaft. Wissenschaft war auch so eine Geschichte, ne? Apotheker. Nuklearphysiker. Blitzangriff. Na, sag mal, wo waren das jetzt? Hallo? Lokaler Anführer, da gibt es mal einen. Also gibt es sowieso nur zwei. Na, einen machen wir mal. Ja, annehmen. Und den zweiten kriegt jetzt da dieses, wo auch immer das jetzt wieder ist. Ah, ja. Der Abteil für Waffenfreak. Da ist er ja.
annehmen. Ach du Heilige, ne? Warum einfach, wenn es auch kompliziert sein kann? So. Und jetzt nochmal Baum. Ich glaube, ich habe jetzt wieder einen Schmarrn gemacht, ne? Weil für lokaler Anführer brauche ich ja wieder 2 Punkte, ne? Ist ja wurscht. Lasergeschützturm. Hätte er mehr Damage gemacht? Weiß man das? Macht aber auch nur 8 Schutz, ne? Glasfaseroptik hätte mir auch gefehlt. Passt schon. So. Ich glaube, Codsworth wäre, glaube ich, gut einsetzbar zum Verteidigen unseres Ortschaftels hier, glaube ich. Das könnte ich ja mal probieren. Einfach so. Weil da hinten haben wir eh nochmal so einen Posten, ne? 3 hier dürften wohl reichen. Weil da drüben haben wir ja, irgendwo da drüben haben wir eh nochmal so ein Teil. Hatte ich hier nicht mal eine Leiter? Ist das so gut? Und da oben? Oder warte? Einer geht, glaube ich, noch, oder? Ja, einer geht noch. Hier vielleicht? So. Ich hoffe, das passt. Kotzi, genau. Wo ist denn jetzt hin? Ist jetzt wieder im Haus? Kotzi, du bekommst Verteidigungsauftrag. Kotzi? Wo ist denn hin? Hallo? Kotzi? Kotzwerf? Wo ist denn jetzt hin? Oder habe ich ihm den Auftrag schon gegeben? Ich glaube nicht, oder? Hallo? Wo bist du denn? Irgendwie fort. Er ist fort. Er ist von uns gegangen. Weit weg. Schmarrn, wo ist er denn jetzt hin? Hast du Kotzi gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Der wäre halt super gewesen zum Verteidigen. Jetzt vertröte ich da schon wieder meine Zeit, weil jetzt Kotzwerf weg ist. Schnucki? Wo bist du denn? Das gibt's jetzt ja nicht. Genau, das Klo. Da ist er. Das Klohäuschen wollte ich auch noch schnell bauen. Kotzi, bitte. Ich habe vielleicht einen Job für dich. Ausgewählt haben wir jetzt schon mal. Jetzt darf ich nur keinen Schmarrn bauen. Also, ja. Weil ich glaube, da drüben habe ich ja noch eine zweite Station zur Überwachung und so. Und Kotzwerf ist ja ein super Kerl, das wissen wir ja. Was, ja, Angreifen und so, also Kampf betrifft. Ich habe hier gar kein zweites gemacht. Bin ich blöd? Warum denn nicht? Na toll. Ah, da hinten war er, ne? Mist. Ich bin so blöd. Da hinten war's. Alter, ich könnte mir gerade selber den Arsch beißen. Aber ich erreiche nie. Ich erreiche nie meinen Hintern. Egal, was ich mache. Wie ich mich verbiege und verkrümme. Es geht nicht. So, wo ist er denn jetzt? Jetzt habe ich ihn wieder erfolgreich verloren, ne? Bist du in meinem Haus? In unserem alten? Kotzi? Kotzi? Hallo? Kotzi? Da drüben. Ich werde narrisch. Ich sag's euch, ich werde narrisch. Also, Befehl. Jetzt passt's aber. Geh weg, du Stipfel. So, jetzt aber. Da runter mit dir. Da unten wirst du dann aufpassen, bitte. Und weiter auch das Ortschaftel hier überwachen. Boah, ey, ne? Boah, ey, was? So, lauf, lauf, lauf.
Also hierauf, daran. So. Also, und zuweisen. Hat's hingehauen? Ist irgendwas mit jetzt zugewiesen gestanden, ne? Passt das so? Ich hoffe, das passt so. Ja, Kotzi kommt schon. Juhu. Kotzi, du bist der Beste. Braver Kotzwurf. Sehr schön, der hilft mit überwachen. Jetzt haben wir schon 57 Schutz. Ich hoffe, das passt. Oh. Na, Rosi, wo gehst du lang? So. Weiteres Bauen. Fallen können wir noch bauen, denke ich mal. Was sind denn das alles für Fallen? Tesla-Bogen. Benötigt Strom. Verschießt beim Einschalten Elektrizität. Was haben wir da noch? Sprungfeder. Durch eine Sprungfeder ausgelöste Schießfalle. Produziert einen Schutz. Flammenwerferfalle. Day wäre schön. Aber, was brauchen wir dafür? Öl. Vergiss es. Strahlungsemitter. Zwei Schutz. Eine Falltür einfach nur. Schwere Entzeitung es ist. Sägeblattfalle. Sowas gibt's auch. Da so quer über den Weg. Wenn er durchlatscht. Ah! Das können wir machen in einem Raum oder so machen. Ich denke, das wird hoffentlich schon passen. Wir werden es dann leider Gottes eh feststellen, wenn es nicht passt. Ja, dann gehen hier wahrscheinlich ein paar Leute drauf. Hoffen wir mal das Beste. Ja, brav. Wird schon schief gehen. Fein. Gut. Jetzt ist halt die Sache die, wir kriegen jetzt beim besten Erfahrungspunkte, indem wir halt Sachen bauen, ne? Indem wir Sachen bauen. Ja, ein Gartenfeld wäre auch schön, ne? So ein richtig schönes Garten, so ein richtig schönes Gartenfeld, aber mir ist es so fast lieber, wie es hier gerade ist. Wow, die Sachen sind fertig. Die Sachen sind fertig. Die Sachen sind fertig. Mir ist es so fast lieber, wie es... Ja, mir ist fast... Nanu, fast lieber so, wie es jetzt ist. Weil das schaut natürlich aus, als wie so ein... Aber wir könnten ja eine Fläche, also einmal so eine Fläche hernehmen, wo einmal ein Haus war. Und das könnten wir dann quasi umgestalten in ein... Ja, in so ein... So ein Gartendings. So, komm her. Da haben wir alles. Noch eine Karotte. Noch ein bisschen Mais. Und das hier haben wir schon, ne? Perfekt. Wie schaut es mit dem Mais hier draußen aus? Nicht so schön. Den macht keiner. Oder doch? Aber nein, aber doch, aber nein. Dann, genau. Essen haben wir, glaube ich, auch gekocht. Das hat wahrscheinlich auch nicht gezählt. Nein. Ja, Gemüsesuppe. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und siebenmal. Passt. Ja, verlassen wir. Den Rest schmeißen wir wieder in das Werkdingenslager da. So. Das Bier können wir eigentlich reinschmeißen. Das aufbereitete Wasser. Das kommt weg. Das kommt weg. Will ich mal meinen. Das kommt weg. Bababam. Synthetische Wahrheit. Der Kürbis kommt rein. Dararararam. Dararararam.
Gemüsesuppe lasse ich mal. Der Hirnpilz kommt rein. Das Chat kommt rein. Die Karotte, der Kaugummi. Der leuchtende Pilz kommt rein. Leuchtfackel haben kein Gewicht. Der Mais kommt rein. Ja, eigentlich das Fleisch können wir reinschmeißen. Die Melonen. Die Eier da. Das Fleisch. Molotow-Cocktail eigentlich können wir auch reinhauen. Das auch weg damit. Das können wir... lassen wir mal. Das kommt weg. Das auch. Das auch. Das geht eigentlich. Das geht auch. Die können wir eigentlich reinhauen. Das Springmesser können wir reinhauen. Den Kuchen von mir aus. Das hauen wir weg. Das lasse ich mal. Die kann man reinhauen. Und dann glaube ich, passt schon mal. Und hier, warte mal, war das jetzt da? Da. Da kommt noch was rein. Das da. Kaputte Sachen. Weil, wieso bist du kaputt? Wieso bist du kaputt? Verlassen. Beziehungsweise, wie können wir dich reparieren? Was ist los? Nix ist los. Die Voraussetzungen erfüllen wir nicht. Schmied. Achso, benötigt Schmied, Stufe 2. Okay. Gibt's hier irgendwas? Nein. Hier. Können wir eigentlich das rein tun? Jo. Was könnten wir hier tun? Da können wir das noch machen. Was können wir hier tun? Trommelmagazin. Jo. Vielleicht auch machen. Standardvisier. Okay, da gibt es nichts. Mündungsbremse gibt es auch nichts. Gut. Tun wir wieder weg. Oder? Gibt es hier noch irgendwas? Scharfschützengewehrmäßiges. Nein. 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 Großes Magazin. Da fehlt mir Kleber. Hier irgendwas? Nein. Und hier? Auch nicht. Gut, dann tun wir das weg. Ja, verlassen. Und hier tun wir was reinschmeißen. Und zwar diese Teile da. Sofern ich sie anfinde. Die kommen da. Also das kommt rein, das und das. Noch irgendwas? Ich glaube nicht. Warte. Boah, fast falsch gedrückt, ne? Ich Pfosten. So, jetzt passt. Verflixt und zugenäht. Was gehen wir jetzt an? Ich hoffe, dass es hier passt. Mit der Sicherheit. Ich wünsche es mir sehr. Kotzwerfer teile ich jetzt auch mit. Und wir könnten jetzt einmal schauen, wo führt es uns denn als nächstes hin? Tata. Untersucht das Museum der Hexerei. Feuerunterstützung. Mein Pip-Boy militärischen Funkspruch empfangen. Probieren wir das einfach mal, oder? Schauen wir mal, ob das was für uns wäre. Jetzt muss ich nur schauen, wo uns das hinführt. Nirgendwo. Na nun? Muss ich das jetzt selber herausfinden? Nö, oder?
Hallo? Wo muss ich da hin? Nochmal durchlesen, oder? So. Hört ihr Militärfrequenz AF so und so an? Radio? Da. Ich höre nichts. Aber das passt mal so. Und jetzt? Sieht man jetzt eine Quest? Das hier? Dann würde ich sagen, Brauerei. Hinporten. Da über die Brücke drüber. Und dann sind wir schon hier. Schauen wir mal, ob das so einfach geht, wie ich mir das vorstelle. Da wird geladen, brav und fleißig. La la li la 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 la. Wie gesagt, ich hoffe wirklich sehr, dass wir unser schönes Dorf schützen können. Am liebsten würde ich Schützengräben machen und was weiß ich was alles. Keine Ahnung, das Wasser um das Dorf herum mit Strom versehen, dass unsere Gegner schön reißt, wenn sie uns da... Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Geläte Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Jawohl. Autorisierung Arx Ferrum 9-5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Gut, wir sind unterwegs. Ha, hoffentlich geht uns... Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Jawohl. Hier ist Geläte Halen. Yes, ist nah. Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Splittermine. Ist jetzt hin? Ich glaube, ich habe nichts getroffen. Das ist ja wieder Kacke. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir sind ja schon unterwegs. Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Jawohl. War ich jetzt erwischt? Das gibt's ja nicht. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Jetzt aber, wenn ich selber schieße. Ich dachte, ich kann die auslösen. Alle Einheiten in Reichweite. Jaha. Autorisierung Arx Ferrum 9-5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Oh oh. Komm, Piper, hilf mir. Jawohl. Passt, der ist erledigt. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Gut, dann gehen wir weiter. Hier ist Geläte Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Was ist das? Bild der Streuner. Autorisierung. Hallo. Hallo. Was soll das denn? Ist jetzt Ruhe hier? Wir erbitten Abholung und Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Okay, das sind wir wieder fertig. Würdest du aufhören, mir da wehtun zu tun, zu wollen? Du Mistviech? Mit dir. Was? Schön, Gesellschaft, jawohl. Komm her, du scheiß Ghoul. Hallo? Bist du jetzt schon hin? Wow, ich glaube, ich habe erwischt. Pass auf deine Gliedmaßen auf, Blue. Wilde Gute. Ja, ja. Bam. Komm näher, du Sau. Ja, ja. Bam. Au. Auf die Fresse. Bam. Stipp weg. Jawohl. Geht ja. Au. Du warm, du Dreckige. So, sind wir fertig? Ich glaube. Ein Paladin. Sowas gibt es heutzutage auch noch. Nicht schlecht. Was haben wir da noch drin? Steampack. Oh. Ist mit dem da alles in Ordnung? Der schaut nicht gesund aus.
Hi. Versuch's nur und ich mach dich nieder. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Servus. Was willst du hier? Wow. Wir haben da so einen Funkspruch bekommen und da haben wir gedacht, wir helfen mal, ne? Wer bist du eigentlich? Sarkastisch. Meine Sache. Versuche zu überleben. Na, fragen wir mal nach. Wer bist du eigentlich? Sagst du mir, wer du bist, bevor ich antworte? Alles zu seiner Zeit. Wenn du jo. Auf unserem Gelände bleiben willst, rate ich dir zu. Jesus, na. Ich glaube, da hinten hat jemand Blähungen, ne? Und hat aus Versehen auf seiner... Ich habe die Toilette vergessen bauen, stimmt. Und hat aus Versehen in der Toilette sein Feuerzeug gezündet. Versuche zu überleben. Ich versuche nur hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Jep. Warum die Frage? Sanctuary Hills. Vault 111. Nirgendwo. Nö. Warum Sind fragst du? Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Das hier wäre für uns beide viel leichter, wenn du kooperieren würdest. Also, wo kommst du her? Komm, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ich komme aus Sanctuary Hills. Liegt hinter Concord. Ich kenne das Gebiet von unseren Karten, war aber selbst noch nicht dort. Es gibt dort nicht viel, das wir sammeln könnten. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst... Wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Ja, und wir eine für mein Dorf, ne? Wer bist du wirklich? Lass mich helfen. Du bist verloren. Heuere mich an. Wirklich? Das kommt drauf an. Wie viel zahlt ihr? Ich weiß nicht, ob diese Söldnernummer so okay für mich ist. Wir brauchen Verbündete, keine opportunistischen Söldner. Ich werde dich für deine Dienste ganz sicher nicht bezahlen. Hat er nicht hingehauen. Reg dich ab, Piper. Wer bist du wirklich? Ich würde gerne helfen, aber ich hasse Geheimnisse. Wer bist du? Sag schon. Das ist das Mindeste, was ihr uns schuldet. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sterlernen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken, aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich... Sprich, Helen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sterlernen Bruderschaft zu helfen? Jo. Aber erzähl mir noch ein bisschen was über euch. Was ist die Sterlerne Bruderschaft? Unser Orden will das Wesen der Technologie verstehen. Ihre Macht. Ihre Bedeutung für uns Menschen. Und wir kämpfen, um diese Macht vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Missbrauch von Technologie? Wer macht denn sowas? Auf welche Weise hat die Menschheit Technologie missbraucht? Vor dem großen Krieg waren Wissenschaft und Technologie kein Segen mehr, sondern eher eine Belastung. Die Atombombe... Genetisch erschaffene Krankheiten und das FEV sind nur einige Beispiele für die Schrecken, die der technologische Fortschritt mit sich gebracht hat. Wir wollen dafür sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholt. Da hat er nicht ganz Unrecht, ne? Klingt eigennützig, sarkastisch, eine gute Sache. Ja, eigentlich schon, ne? Ihr kämpft für eine gute Sache. Es freut mich, dass du das ebenso siehst. Es gibt nur wenige außerhalb der Bruderschaft, die verstehen, in welcher Gefahr wir als Spezies schweben. Also, was sagst du? Wirst du uns helfen? Ja, warum Lass eigentlich uns keine nicht? Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Na, du Riegel. Bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Jo. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann Jawohl, los, ich. Leute. Okay, Großer. Gehen wir. Ja. Huch. Komm ja schon. Ach so. Hast du auch noch was? Ich traue mich da nicht zu weit rauszugehen. Nicht, dass wir da noch eine aufs Maul kriegen. So perfekt geschützt ist das hier halt auch nicht, ne? Man könnte halt auch die Türen zumachen. Okay, da gibt's keine, aber trotzdem. Der hat auch noch was. Rita Kane. Fusionszelle Stimbag. Holomarke der stählernen Bruderschaft. Plastikgabel, Lasergewehr, SP-Uniform. Arme Sau, der ist nicht geschafft, ne?
Servus, Piper. Und bei euch war ich schon, ne? Jawohl. Gibt's hier noch was umsonst? Ja, da schau mal. Halt. Der hatte auch noch was. So, ja. Passt. Und der hat auch noch was. Dann gehen wir mal rein, ne? Oder wartet. Wir gehen im nächsten Part rein. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.